Jahrelang sollen Angelika und Wilfried W. Frauen in ihr Haus gelockt und misshandelt haben. Zwei ihrer Opfer starben. Eine von ihnen war Susanne S. Bislang lautete der Vorwurf: vollendeter Mord durch Unterlassen. Ein Gutachter hat daran allerdings Zweifel. Er wertet ihren Tod als versuchten Mord durch Unterlassen. Denn laut der Obduktionsergebnisse starb die Frau an einem Schädelhirntrauma, das sie sich bei einem Sturz zugezogen hatte. Für Laien sei nicht zu erkennen gewesen, dass sie sofort in ein Krankenhaus gemusst hätte. Nur dann aber wäre die Tat, juristisch gesehen, ein vollendeter Mord durch Unterlassen gewesen. Deshalb rückt nun auch die Staatsanwaltschaft von dem Vorwurf ab. Die neue Einschätzung könnte am Ende zu einer milderen Strafe für die beiden Angeklagten führen. Zwingend sei das laut Oberstaatsanwalt aber nicht.